ganz viele von euch haben sich gewünscht, dass ich mal die neue Wohnung im Rohzustand zeige. Wir wohnen ja jetzt seit ungefähr 2 Wochen hier und haben eigentlich erstmal nur Möbel hingestellt und so das Nötigste an die Wand gebracht. Es ist nichts dekoriert in dieser Wohnung. Aber das kommt die nächsten Wochen und ganz viele haben sich gewünscht, dass ich den Zustand, wie er jetzt ist, einmal zeige und dann sozusagen später stückchenweise die einzelnen Bereiche, die wir dann umgestalten und dekorieren und so weiter. Und ich dachte, das mache ich mal. Ich bin ein bisschen nervös, weil es natürlich komisch ist, eine Wohnung zu zeigen, bei der man denkt, oh Gott, das ist, eigentlich ist es noch null fertig. Aber ich kann auch verstehen, dass es irgendwie inspirierend sein kann, wenn man dann den Vorher-Nachher-Effekt hat. Deswegen dachte ich, zeige ich euch heute mal unsere neue Wohnung. Das ist der Eingangsbereich. Wir haben hier so eine Matte, die haben uns meine Eltern da erstmal hingelegt, damit wir erstmal irgendwas haben. Und das Schuhregal, was ihr schon aus der anderen Wohnung kennt. Eigentlich war der Ursprungsplan, hier einen Spiegel hinzuhängen, um so ein bisschen, weiß auch nicht, Licht hier in die Ecke zu bringen. Aber das haben wir noch nicht gemacht. Wir haben auch noch keinen Spiegel gefunden, der uns beiden gefällt. Deswegen ist das jetzt noch so, wie es ist. Da hängen noch so ein paar Beutel, die ich regelmäßig brauche und unsere Schuhe. Da. Und wenn wir uns dann drehen, ist das der Blick in den Flur bzw. auch ins Wohnzimmer. Das seht ihr da hinten schon so ein bisschen. Hier haben wir eine kleine Bank für die Leute, die sich lieber hinsetzen beim Schuhe anziehen. Und das ist der Spiegel, den ihr auch schon aus der alten Wohnung kennt. Der goldene Spiegel, den mir meine Eltern, glaube ich, 2009 oder so geschenkt haben zu Weihnachten. Ich liebe den sehr. Wir haben da unten noch so ein Holzteil, weil wir momentan überlegen, ob es ein schöneres Spiegelbild ergibt, wenn man den Spiegel gerade an der Wand hat. Weil wenn man es nur oben anbringt, da hängt er ja so ein bisschen schief. Und Freund Fritz findet, dass er zu tief hängt, aber wir sind beide keine großen Leute, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Und vor allem kann ich in diesem Spiegel regelmäßig das Ausmaß der Bodenwachstum sehen. Der Bodenwachstum? Nochmal zur Orientierung, hier ist die Eingangstür und hier haben wir dann das Kinderzimmer. Momentan, erwartet bitte nichts, ist das Kinderzimmer vor allem Abstellkammer. Hier sind noch Restkartons, Kleinkram, lauter Gedöns, um das wir uns irgendwie noch kümmern müssen, Möbel, die wir loswerden müssen oder die noch einen Platz brauchen. Und ja, deswegen würde ich sagen, machen wir hier einfach mal schnell wieder zu. Einfach zu. Auf der komplett anderen Seite haben wir dann das Arbeitszimmer. Da seht ihr auch schon Finny. Das ist einer von den Kunstbäumen, die wir auch schon in der anderen Wohnung hatten. Das berühmt-berüchtigte Gästebett, was ich einfach nach wie vor am allerbesten finde für eine Gästeschlafmöglichkeit. Es ist ein schöner Videohintergrund, deswegen steht es auch im Arbeitszimmer. Den Flauschteppich, den wir vorher schon hatten. Das ist der Schreibtisch, der auch schon in der anderen Wohnung stand. Das ist eigentlich nur eine Küchenarbeitsplatte von IKEA und ein paar Beine unten dran. Ursprünglich stand der mal im Raum, damit da mehrere Leute dran sitzen können, aber momentan sitze ich ja vor allem alleine dran. Deswegen steht er an der Wand und da habe ich sozusagen jetzt neue Möbel. Vorher hatte ich ja diese eher offenen Regale im Arbeitszimmer, was auch sehr schön war, weil ich eben dieses Holz sehr schön fand, auch zu der Arbeitsplatte vom Schreibtisch. Aber auf Dauer, glaube ich, geht es mir auf den Sack, wenn ich zu viel Zeug rumliegen habe. Sprach sie, während sie da auch schon wieder Chaos verunstaltet hat, egal. Genau, deswegen habe ich mich jetzt fürs Arbeitszimmer, weil die anderen Möbel hier auch nicht reinpassten, für geschlossene Möbel entschieden. Ich habe einmal so einen Zweier, da sind Drucker und so ein Kram drin und dann hier Bücher und Akten und sowas. Und auf der Seite habe ich nochmal ein langes Regal. Oben ist meine Post- und Briefekiste, da sind so ganz besondere Briefe und Postkarten drin, die ich über die Jahre bekommen habe. Und dann habe ich hier vor allem Kamerazeug und da ganz unten meinen allerliebsten Bastelkoffer. So, dann geht's raus und wir gucken mal ins Schlafzimmer. Da haben wir die Prinzessin. Das ist das Schlafzimmer. Da haben wir das Bett, was wir vorher auch schon hatten und die Nachttische und so weiter. Freund Fritz hat hier noch so ein bisschen Chaos. Wir haben einfach noch nicht für alles Platz gefunden. Wir sind auch nicht sicher, ob die Gitarren an die Wand kommen oder ob die irgendwo stehen sollen. Das ist eine seiner liebsten Gitarren, deswegen ist die schon ausgepackt. Seine Kiste mit seinem Kram drin und so weiter. Die heilige Schlafwurst und warum ich das da hingelegt habe, kann ich euch nicht sagen. Also ich finde ja, das ist peinlich. Hinter der Tür haben wir die Koffer. Das sind im Grunde eigentlich 3 Koffer. In dem großen Koffer ist lauter Kram drin, wie Waschtasche, Reisegrößen und sowas. In dem kleinen Koffer ist der Handgepäckskoffer auch noch drin. Der passt da wunderbar rein. Der passt aber leider nicht in dem, deswegen stehen hier 2. Und hier ist dann unsere Kommode, die wir vorher in der anderen Wohnung auch schon hatten, mit meiner Schminkaufbewahrung, einen neuen Rattanspiegel. Und unser Kleiderschrank. Und oben auf dem Kleiderschrank haben wir natürlich wieder die Katzenkörbe, weil die Katzen
unheimlich gerne hier ausgucken. Das ist meine Bettseite. Hier habe ich noch einen Umzugskarton, weil ich angefangen habe, meine ganzen Vorschwangerschaftsklamotten, die ich jetzt momentan nicht anziehen kann, da reinzutun, weil mich das frustriert hat, immer wieder in den Schrank zu gucken, der voll war und nicht zum Anziehen zu haben. Jetzt habe ich im Grunde aktuell nur im Schrank, was ich tatsächlich anziehen kann. Mit der kleinen Kugel hier. Das Schlafzimmer war tatsächlich der erste Raum, der so halbwegs fertig war, weil von Fritz gleich am ersten Abend noch das Bett aufgebaut hat. Das Einzige, was wir hier in dem Zimmer momentan überlegen, ist, die Seiten zu tauschen. Denn wenn wir Besuch haben, können wir ja nie die Schlafzimmertür zumachen, wegen den zwei Fellknollen, die dann unbedingt rein und raus wollen und wie auch immer. Deswegen bleibt die Tür offen und momentan kann man eben durch den Spalt in der Tür exakt aufs Bett gucken. Und irgendwie, auch wenn wir wissen, dass unsere Freunde keine Spanner sind, im Normalfall ist es irgendwie nicht so schön, auf dem Präsentierteller zu schlafen. Deswegen denke ich mal, wir werden über kurz oder lang die Seiten noch tauschen, aber das hat ja auch noch Zeit. Übrigens habe ich hier so eine kleine Tüte mit Sachen für die Bohne. Da sind so ein paar Socken drin, die unsere Nachbarin noch für uns gemacht hat. Und das hier hat eine Zuschauerin gemacht und mir geschenkt. Und ich bin immer noch nicht drüber weg, wie unfassbar süß dieses kleine Häschen ist. Also ich habe ein bisschen geheult, als ich es bekommen habe, weil es wirklich so, so liebevoll gestaltet ist. Das hat sie komplett per Hand gemacht. Ich glaube, es ist gehäkelt. Tötet mich nicht, wenn es nicht gehäkelt ist, sondern gestrickt. Aber ich glaube, es ist gehäkelt. Und ich finde es so niedlich. Das ist Bonus erstes Kuscheltier. I love it. Wenn man aus dem Schlafzimmer rausguckt, guckt man auf unsere Garderobe. Wir haben hier so ein bisschen überlegt, im Flur da eher einen geschlossenen Schrank hinzustellen, um noch ein bisschen Stauraum zu schaffen für Bettwäsche und Handtücher und was man so hat, was auch immer irgendwie alles untergebracht werden muss. Aber wir brauchen auch Platz fürs Katzenklo. Und das ist sozusagen der einzige Platz im Flur, wo das Katzenklo gut hinpasst. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, einfach eine Hängegarderobe zu nehmen. Wir haben da oben so ein bisschen Körbe für den Handschuh und Schalkram. Da hängen die Jacken und hier ist dadurch auf dem Boden Platz für das Katzenklo. Wir haben das im Grunde wie jetzt auch in der letzten Wohnung ein Katzenklo im Flur und eins im Bad. Und wir kommen mit zwei eigentlich ganz gut klar. Wenn man mehr als eine Katze hat, sollte man über mehr als ein Katzenklo nachdenken. Und dann kommt man hier auch schon ins Bad. Das ist eigentlich so ein bisschen mein persönliches Highlight, denn es hat eine Dusche und eine Badewanne. Freund Fritz ist ja der größte Badeliebhaber auf dem Planeten. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir es geschafft haben, eine Wohnung zu finden mit Badewanne. Hinter der Tür hatten wir Platz für die Waschmaschine. Das passte auch ganz gut hin mit dem Wäschekorb oben drauf. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber erstmal passt es ganz gut. Die Badewanne mit so den Sachen, die so eigentlich am hübschesten aussehen und die auch häufig benutzt werden. Hier habe ich so ein paar Kerzen. Zwei davon gehen automatisch immer um 17.30 Uhr an, was ich sehr schön finde. Danke, Omi. Das ist aktuell unsere Badaufbewahrung. Die kennt ihr wahrscheinlich auch von IKEA. Damit kann man alles Mögliche machen. Momentan ist sie unbehandelt. Ich habe damit jetzt noch nichts weiter gemacht. Ich habe vor, das Ganze zu gestalten. Ich habe schon ganz coole Sachen gefunden auf Pinterest und so weiter. Und hier oben drauf habe ich eine Box mit Produkten, die wir regelmäßig nutzen und eine Box mit Handtüchern, falls Gäste da sind und ein Handtuch mehr brauchen. Ich finde, das sieht nicht sehr schön aus, aber auch dafür finden wir eine Lösung. Erstmal haben wir unser Zeug untergebracht. Und auf der Seite haben wir dann das Waschbecken und unter dem Waschbecken wieder ein Katzenklo. Und ja, unspektakulär, würde ich sagen. Diesen Rattanspiegel hatten wir vorher im Schlafzimmer. Vom Bad geht es dann endlich durch die unfassbar schöne Tür. Das war tatsächlich einer der Punkte, den wir zuallererst an der Wohnung entdeckt haben. Und ich glaube, das war, als Fritz die Tür gesehen hat, der Punkt, bei dem er gesagt hat, ja, bitte, diese Wohnung. Ich finde das so hübsch. Ich finde es auch schön, dass man diesen Wohnzimmerbereich abtrennen kann, auch akustisch. Einfach, wenn man Besuch hat, dass man hier trotzdem rumhantieren kann und es ist still. Ein weiteres Highlight ist dann definitiv dieser Raum. Und zwar ist das eine Abstellkammer. Da ist momentan noch kein Licht drin. Aber da haben wir, wie ihr seht, unsere Arbeitszimmermöbel erstmal wiederverwertet. Wir haben erstmal nur zwei drin. Wir haben da ja noch ein weiteres Teil davon stehen. Das wollen wir eventuell noch oben drüber packen, weil wir auch in die Höhe ziemlich viel Platz haben. Und hier ist dann erstmal Platz für alles, was sonst keinen Platz hatte. Küchendinge, Staubsauger, Katzenstreu, Katzenfutter. In diese Tüte hat Mika das größte Loch ever geknabbert. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Eigentlich hatte ich ja vorher die ganzen Vorräte in der Küche. Und um ehrlich zu sein, möchte ich das über kurz oder lang auch wieder haben. Ich habe nur momentan in der Küche noch keinen Platz gefunden dafür. Aber das ist der große Langzeitplan. Und da unten sind dann eben nochmal Waffeleisen, Kochplatte und solche Geschichten, die ich ab und zu brauche. Ja, unspektakulär, aber ich liebe es, eine Abstellkammer zu haben. Und hier geht es dann weiter mit dem Wohnzimmer.
Das ist, wie auch in der letzten Wohnung, der schwierigste Raum. Hier steht tatsächlich fast noch nichts, was so bleiben soll. Das Regal soll, wie gesagt, wahrscheinlich noch in die Abstellkammer. Der Sessel soll dann im Kinderzimmer sein. Die Couch bleibt erstmal. Die ist zwar schon nicht mehr so ganz schön, aber momentan reicht es vollkommen aus. Das ist der neue Couchtisch, den ich sehr schön finde, aber den natürlich hier in Kombination. Es windet etwas und meine Wäsche fällt. Toll. Das ist der Kratzbaum, den uns Freunde zur Hochzeit geschenkt haben. Die haben den damals mit Badematten von IKEA bezogen in so einem Blau. Wir wollen, wie ihr seht, das noch ändern und das in ein Beige umbauen, weil ich glaube, das passt dann einfach schöner hier rein, farblich. Und auf der Seite haben wir dann unseren Fernseher. Ich glaube tatsächlich, dass der nicht bleibt. Wir benutzen unseren Fernseher eigentlich nie. Wenn wir was zusammen gucken, gucken wir Netflix und meistens auf dem Tablet. Es ist wirklich super selten, dass wir den mal anhaben. Wir haben ihn neulich mit Heller und Gatte angehabt, als wir Nintendo 64 gespielt haben. Aber ansonsten ist das irgendwie verschenkter Raum und ich finde, so schön sehen Fernseher nicht aus. Das heißt, momentan überlegen wir, den komplett loszuwerden und die Ecke noch mehr zu nutzen als eine Art Sitzmöglichkeit. Meine Familie ist relativ groß und wenn wir sie alle zu Besuch haben, dann wollen wir schon, dass sich alle irgendwie hinsetzen können. Deswegen ist die Überlegung, vielleicht mit ein paar Sitzmöbeln das hier so ein bisschen mehr abzugrenzen. Wie wir das genau machen, keine Ahnung. Neben dem chaotischen Sitzbereich ist dann der Essbereich. Da haben wir unseren alten Esstisch hingestellt. Den haben wir jetzt schon komplett ausgezogen. Der steht, seit er hier steht, auch ausgezogen da, weil einfach der Platz da ist und weil wir den Platz tatsächlich brauchen. Wenn Leute zu Besuch kommen, ist der sehr schnell gefüllt. Die Möbel kennt ihr alle. Das sind alles Sachen, die wir vorher auch schon hatten. Wir haben hier den einen von den beiden künstlichen Bäumchen. Eins von meinen Nachtlichtern, weil das abends einfach schöner ist. Wir haben ja hier momentan auch nur Glühbirnen an der Decke. Und eine Kratzmöglichkeit für die Katzen, damit sie einfach wirklich überall was haben. Auf dieser Seite ist aktuell Freund Fritz Werkstatt. Das soll hoffentlich auch nicht so bleiben, aber momentan brauchen wir immer noch zu viel Werkzeug und ja, müssen da regelmäßig dran. Deswegen ist das hier die wundervolle Wohnzimmerdekoration. Und hier haben wir dann den neuen Kühlschrank und die Küche. Und die Küche ist mit eins der größten Probleme noch momentan. Ihr seht, dass wir uns dafür entschieden haben, so eine Art Mittelinsel zu bauen, weil wir einfach den Stauraum brauchten. Da passten nicht so viele Schränke, wie wir uns das erhofft hatten. Plus, wir können auf dieser kompletten Strecke hier nicht bohren, weil da dieses Piepsgerät, was mein Vater uns gegeben hat, um zu sehen, wo Leitungen lang gehen und so weiter, komplett durchpiepst. Wir konnten nur den einen Oberschrank da anbringen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das lösen, ob da einfach ein dickes, fettes Bild hinkommt oder was wir da machen. Ihr seht auch, die Arbeitsplatte muss ja noch gemacht werden, tausend Dinge. Aber wir haben uns hier für Schubladenelemente entschieden, weil ich das einfach so am übersichtlichsten finde. Wenn man die aufmacht, hat man immer alles super schnell griffbereit, es ist übersichtlich und so weiter. Selbst wenn man so eine Schublade wie diese hat, wo ziemlich viel drin ist, findet man relativ schnell alles, was man braucht. Und das ist ziemlich praktisch. Und wir haben uns für ein offenes Regal entschieden, einfach für sowas wie die tolle Mikrowelle und Kram. Aber auch hier seht ihr, ist noch nicht wirklich was eingeräumt. Alles, was wir haben, ist schon mal der Obstkorb und meine absolute Lieblingsschokolade. Ich sollte ein Stück essen. Auf der Seite haben wir mein Handy-Ladekabel. Warum eigentlich? Wasserkocher, Bretter, Toaster und so weiter. Hier ist so ein bisschen Platz für Tabletts und wir haben hier auch noch so ein Ofenblech. Im Grunde auch ganz nett, dass man so ein bisschen Stauraum da hat. Da könnte man theoretisch auch was reinbauen, aber noch haben wir keine Ahnung. Und hier oben ist dann eben der Oberschrank mit Omis guten Sektgläsern da oben. Das ist der aktuelle Stand. Es heilt auch in dieser Wohnung noch sehr. Wir haben Gardinenstangen inzwischen angebaut, beziehungsweise wenn ich sage wir, meine ich Fritz. Und Gardinen weggebracht zum Kürzen. Wir haben uns diesmal dafür entschieden, die tatsächlich wegzubringen und nicht selber zu machen, weil ich das letzte Mal sehr stümperhaft gemacht habe. Wir haben keine Nähmaschine und irgendwie auch nicht wirklich Zeit. Deswegen haben wir gedacht, wir sind dekadent und bringen sie weg zu jemandem, der wirklich Ahnung davon hat. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn die dann wieder herkommen und wir Gardinen haben, weil ich glaube, dann ist der Hall auch besser. Wir fühlen uns super, super wohl in dieser Wohnung, auch wenn alles noch nicht fertig ist und super provisorisch ist und so weiter. Aber wir haben uns gut eingelebt. Es ist einfach ein sehr schöner Standort von der Wohnung und das ist schön hell und freundlich und ja, fühlt sich einfach richtig und gut an. Ich freue mich sehr drauf, hier jetzt Stück für Stück zu dekorieren. Ich habe mir vorgenommen, wirklich die einzelnen Bereiche wie Wohnbereich, Küchen- und Essbereich anzugehen und umzugestalten, zu dekorieren, so ein bisschen zu nesten. Und ich dachte, ich nehme euch da mit. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert oder ob ihr sagt, nee, mir reicht eigentlich so, den groben Überblick zu haben.
Ich muss jetzt nicht unbedingt extra Videos dazu haben, aber ich stelle mir jetzt ganz spannend vor, so ein bisschen den Plan vorher durchzugehen, zu überlegen, wie man was machen will, was man sich vorstellt, was man sich erhofft von dem einzelnen Platz, den man da sozusagen bearbeitet und dann Lösungen zu finden. Vielleicht auch ein bisschen was DIY, weil ich jetzt auch nicht unfassbar viel Geld ausgeben will. Aber ich bin schon so in der Stimmung, hier so ein bisschen durchzudekorieren und einfach mir Konzepte zu überlegen für bestimmte Bereiche und ich freue mich da sehr drauf. Lass mich also wirklich sehr gerne wissen, ob euch das interessiert und wenn ja, mit welchem Bereich soll ich anfangen? Weil da stehe ich jetzt momentan noch so ein bisschen vorm Berg und denke, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ihr habt ein wunderschönes Wochenende. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.